Damen und Herren, heute, heute zu einem ganz lustigen Leckerbissen. Heute darf ich euch die LSTC der GTRO, der GT Racing Organisation. Wir starten heute mit der neuen Liga. Es sind zwei Lobbys, gefahren wird Gruppe 4. Und wir schauen einmal, welche Fahrer uns heute hier aktuell auf der Strecke begegnen. Norm, Grüße, Aussätziger, auch dir herzlich willkommen. Schön, dass du zu uns gefunden hast. Oh, hoch, so viele erste Chat-Nachrichten. Ach, mein Herz ist ganz berührt. dann schmeißen wir doch mal einen Blick drauf, wer uns heute hier erwartet. Der Gecko ist mit dabei, der Heartbreak, auch sehr schnell und Sarah, Hallöchen, grüß dich, du fährst jetzt auch mit, habe ich recht, ja, wenn ich das so richtig sehe? Du also auf meinem Zettelchen stehst du. Genau. Ich habe auch gehört, du bist auch unheimlich schnell. Grüß dich, Jürgen. Ich bin Micha. Ich habe dich, glaube ich, schon ein paar Mal in ein, zwei Lobbys gesehen, möchte ich meinen. Ich habe dich schon gesehen. Jetzt etwas besser mit der Lautstärke. Ansonsten muss ich gleich nochmal die Technik ein bisschen vermöbeln. Wir haben den Lobbyhost, das ist der Milchkutscher. Dann haben wir mit dabei Mondsucht, auch sehr schnell. Neupi auch. Immer noch. Moment. Moment, ich fuchsel noch mal kurz an der Technik. Ist es jetzt etwas lauter? Jetzt sollte es eigentlich etwas lauter sein, theoretisch. Hoffe ich doch zumindest. Ansonsten muss ich noch mal kurz ins PS-Menü reinhuschen. Jawohl, sehr schön, sehr schön. Dann stelle ich das noch mal kurz auf alle anderen um. Und dann kann es auch gleich losgehen. Sollte passen. So, wir schauen schon mal, ob jemand jetzt auf der Strecke ist. Oh, Moment, jetzt habe ich hier alles verwuchselt. Ach. So, jetzt haben wir's. Jawohl. Der. Oh. So, das brauchen wir. Jetzt haben wir alles. So. Ich denke mal, das Quali hat jetzt schon begonnen. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon verpasst, oder? Mal gucken mal kurz. Nee, noch nicht. Gab noch keine. Nee. So. Der Magnus dreht jetzt. Warum ist denn das hier schon wieder los?
Mann. Ja, geht doch. Der Querus im AMG heute hier unterwegs. Mondsucht in der Corvette. Heartbreak auch im AMG unterwegs. Oh. Gecko heute im sehr bunten Japaner. Tanja, Grüße. Hola. Neupi im Mazda Atenza unterwegs, auch bekannt als Mazda 6. Der Jürgen im Ferrari. Die Sarah im McLaren. Der Milchkutscher im Skyline. Und Looping Louis im... Was ist das? Das sieht mir fast aus. Oh, im Gran Turismo 7 Design. Sehr schön, sehr schön. Das ist geil. So. So schade, dass noch keine Tastatur funktioniert und wir keine Wiederholungsoptionen bieten können. Hm. Wird sicherlich alles noch kommen. Ja. Die... Moment, ich hab's gleich. LSTC ist relativ neu, nur wie ich das mitgekriegt habe. Habe auch gestern erst die Anfrage gekriegt wegen Stream und finde das Format eigentlich unheimlich cool, deswegen habe ich auch zugesagt. Gruppe 4 fahre ich auch sehr gerne. Unter uns, Gruppe 3 kann jeder. Ne? Durch die Aerodynamik-Anbauteile kriegt das Ding jeder um die Kurve jetzt wirbelt. Bei Gruppe 4 sieht schon anders aus. Ja, die Kollegen fahren hier in zwei Lobbys. Das hier ist jetzt Lobby A und wir haben auch einen sehr interessanten Rennkalender. Den kann ich nachher noch mal kurz zeigen. Gefahren wird jeden Dienstag 20 Uhr und Liga A werdet ihr in Zukunft jetzt öfters hier bei mir sehen. Denn kurzzeitig mal kurz Prost. Die schnellen Jungs werden hier wohl mit 2,18, 2,17 nachher zu Buche schlagen. Hier wurde das Bonsai Racing Team im Chat schon fleißig angefeuert. Sehr gut, Vasa. was haben wir denn hier so schon so viel Zeit? Aktuelle Bestzeit, was habe ich gesagt? 2,18. Ah, jawohl. Aktuell 2,18, danach Mondsucht mit 2,19, Aussätziger 2,21, Looping Louis 2,22, Magnum auch mit 2,22, Quercus hat noch keine wirklich gezeitete Runde, Heartbreaker auch nicht, Oh, das passt schon wieder mit den Zeiten nicht. Ach, wir werden es gleich sehen. Ja, die Jungs haben jetzt eine Viertelstunde Zeit, also jetzt noch 10 Minuten, um ihre bestmöglichst schnellste Runde hinzulegen, damit wir nachher zum Start auch eine geordnete Startreihenfolge haben. Und dann geht's ins 60-minütige Rennen. Glaube ich, möchte ich meinen, 60 Minuten geht nicht nach Runden, geht nach Zeit. Und dann, ja, LSTC, genau, Liga St. Croix. Wir fahren hier heute auf der St. Croix B. Auch eine schöne Strecke, aber auch anspruchsvoll. Gibt da so ein, zwei, wer ist denn jetzt hier gerade so ein bisschen bei Start und Ziel unterwegs? Können wir doch mal eine Runde mitfahren. Genau, Gecko geht jetzt hier gleich, genau, das ist die letzte Gerade vor Start Ziel. Da werden wir gleich mal eine Runde mitfahren, damit alle mal die Strecke gesehen haben. Also wir
Genau, nebenbei kann ich ja noch mal kurz was erzählen. Es müssen alle Reifen gefahren werden. Der weiche, der mittlere, der harte. Mit dem weichen kommt man so um die 6-7 Runden. Mit dem mittleren, wenn man gut haushaltet, vielleicht 9-10 oder auch 11. Und den harten, weiß ich, die ganze Nacht fahren. Das kommt natürlich auf den Fahrstil drauf an, aber wenn man durch die Kurven gleitet, zum Beispiel auch Trailbreaking benutzt, um doch recht zügig wieder aus dem Apex durch den Apex zu gleiten, dann kriegt man das hier auch mit harten Reifen hin, die sich definitiv nicht abnutzen. So, jetzt kommt es in die erste brenzliche Situation. Schneller Richtungswechsel, dann wieder ein harter Knick, und hier muss man ganz aufpassen, dass es hier nicht so weit rausträgt. Die Bande, die Leitplanke zeigt einem nicht wirklich was. Dann auf eine der langen Geraden. Neupi macht hier Platz, will ihm den Gecko hier nicht schnell eine Runde versauen. Sehr feiner Zug, sehr fein. Das hier muss man auch gut treffen, sonst ist hier auch die nächste Leitplanke deine. Und jetzt geht es in eine verzwickte Links-Rechtskurve. Hier muss man auch sehr aufpassen, dass sie einen nicht zu weit rausträgt. Sonst passiert ganz genau das passiert dann. Danke, Gecko, für diesen Lerneffekt. Und dann geht es jetzt hier auf eine unheimlich lange Gerade. Ja, was heißt unheimlich? Ja. Die Kurve hier geht voll. Da kann man den Pflasterstein aufs Gaspedal packen. Der zarte Knick hier auch. Und hier kurz vom 100-Meter-Schild sollte man in die Ramme gehen. Genau, um hier einigermaßen durchzukommen. Dann kommt man jetzt wieder in eine kleine Rechts-Links-Kombination mit einer kleinen Bergab-Passage jetzt. Einen kleinen Bergab. Und dann sind wir auch schon wieder auf dem letzten geraden Stück vor Startziel. Hier haben wir die Zone, wo man seine Strafen abbauen kann. Letzte Rechtskurve, Startziel. Boah. Ist okay. Ist eine schöne Strecke, finde ich. Dann gucken wir doch mal. Neun. 6 Minuten haben die Mädels hier noch. Ja. Momentan, logischerweise, gibt es ja noch keine aktuelle Tabelle. Die gibt es erst nach dem Rennen. Genau. Milchkutscher hier. Da wird mir die Zeit nicht angezeigt. Das ist doch. Moment. Aus. Jetzt, na bitte, jetzt haben wir auch überall den blauen Balken, da kommen wir doch nochmal durch. Quercus hat hier den Neupi abgelöst mit einer 18,6. Das ist schon ordentlich. Der Milchkutscher 18,8. Jetzt aktuell auf Purple unterwegs, da bleiben wir mal drauf. Vielleicht kann er sich noch verbessern. Nutzen wir mal hier die neue Kamera, die Gran Turismo 7 uns bietet. Eine sehr geile Kamera. Richtig top kommt das, wenn man das so macht. Natürlich richtig edel. Jetzt haben wir natürlich eine blöde Stelle auf der Strecke, habe ich eine gerade. Wenn es gleich durch die kurvenreiche Passage geht, ist das richtig, richtig schön anzusehen, wenn dann die Kamera im Auto sich bewegt. Finde ich schon ein bisschen geil. Ja, hat was. Ja, doch, das ist schon geil. Kann er sich verbessern? Immer noch auf Purple unterwegs. Hat jetzt eine Verbesserung von 0,2. Ja,
ja, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, und auf Querus, Quercus hat er Abstand von 0,3. Reicht nicht ganz, aber immer vier Minuten hat er noch. Oh, ganz knapp. Ein Vorsprung hatte Quercus auf Milchkutscher 3,87 und er ist gerade, hat gerade im Delta 3,88. Das wird eine enge Kiste. Jetzt auf Startziel, kein Fehler machen. Er könnte sich jetzt P1 holen. Und jo! Au! Respekt! Mann. Was macht Querus? Oh, Querus und Quercus? Mann. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Mondsucht. Oh, wird eng. Neupi kann hier sicherlich nochmal. Nein, er hat gerade eine Strafe. Die Karre war vorne schon. Sieht das? Es sieht so aus, als wenn vorne schon ein paar Falten drin wären. Ah ja. Boah, ganz faltenfrei ist er nicht mehr. Oh, das ist nicht schlimm. Oh. Looping Louis. Magnus braucht sicherlich noch ein, zwei Runden, um warm zu werden. Steht da? Ach ja. So. Ist die Sahara im McLaren. Genau, 2 Minuten noch. Und eieieiei. Oh. Splitter vorne tot, Reifen vorne links breit. Das war's mit der schnellen Runde. Schade. Gecko hier. Auch vorne im Grill. Etwas Gran Turismo 7 Logo-technisches, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, jetzt ist auf jeden Fall so angehaucht. Ja, das ist schon geil. So, Heartbreak. Deine 10. Gut, da. Nee. Der Jürgen kann sich nicht verbessern. Ich denke mal, somit haben wir unsere aktuelle Startreihenfolge. P1, Milchkutscher, Quercus auf 2, Mondsucht auf 3, Neupi auf 4. Looping Louis auf 5, Magnum auf 6, Sarah auf 7, Basti auf 8, Heartbreak auf 9 und Jürgen auf 10. Sollte sich jetzt theoretisch nichts mehr verändern. Ich glaube, da habe ich schon Warnblick gesehen. Ja, der wurde im. Jawohl. Sind fast alle im Ding, im Ghost unterwegs. Na, oh, Sarah will sie nochmal wissen. Oh, jetzt sind beide Reifen vorne platt. Ach. Boah. So, Ladies and Gentlemen, wir haben unsere Startreihenfolge. Und somit geht das Rennen 1 los auf St. Croix B. Wir sind gespannt. Wird sicherlich sehr, sehr interessant werden hier. Oh, wir starten mit Fehlstartprüfung. Sehr geil. 18 Runden. Okay. Kommen alle weg, jetzt kommen alle weg. Sehr gut. Oh, Mondsucht hängt sich hier gleich hinter dem Milchkutscher. Oh, hier auch gleich im. In der Anfangsphase harte Fights. Genau so wollen wir das sehen. Genau so. Jawohl. Hier ist es, das Bonsai Racing Team.
sieht es von deiner Spitze aus? Milchkutscher kann sich hier gegen Montag noch behaupten. Hat auch schon eine halbe Sekunde Vorsprung. Oh! Jetzt greift Montag an, aus dem Windschatten raus. Schafft das dran vorbeizugehen? Yep. Ist vorbei. Kann Kutscher noch mal kontern? Da hinten hat er auch Luft. Wird sich hier sicherlich jetzt auf der Geraden im Windschatten ransaugen. Neupi hat hier den Looping Louis im Schlepptau, der sich vielleicht auch vielleicht jetzt kurz noch Kurve. Nee, er bleibt noch hinter. Gecko hier. Sarah hat Magnum im Schlepptau, der sich jetzt vorbeizieht. Jawohl. Kann Sarah nochmal kontern. Kann sie gegenhalten. Also versucht auf jeden Fall. Ist jetzt auf einer besseren Position auf der Innenseite. Hat sich wieder vorbeigedrängt. Hat sich die Position zurückgeholt. Sehr gut, sehr gut. Aber der Magnum muss aufpassen. Der hat jetzt den Aussätzigen direkt im Nacken. Quercus. Oh. Start ein bisschen zurückgefallen. Heartbreak hier. Oh, noch gut beisammen das Feld. Aussetzen. Oh. Sarah geht in die Box. Ah ja, genau. Sarah sehr taktisch clever gemacht. Hat jetzt die harten Reifen eine Runde gefahren. Aussätziger hier mit weichen. Oh, Gecko mit mittleren. Die meisten hier mit mittel oder weich. Sarah und Magnum. Ah, Quercus auch hier mit harten Reifen unterwegs, aber Marco, die Strategien sind doch recht unterschiedlich. Wir gucken nochmal nach vorne. Mondsucht jetzt schon mit 2 Sekunden Vorsprung. Wahnsinn. Leute. Na gut, Milchkutscher ist auf Mittel unterwegs. Dahinter kommt auch schon der Neupi und macht sich kurz mal bemerkbar. Auch mit Weichen unterwegs. Schade, dass man die Kamera hier noch nicht so ändern kann. Na ja, gut. Ja, man kann nicht alles haben. Looping Louis hier noch im Anschluss auf die Spitze nach hinten auf Magnum. 6 Sekunden jetzt Vorsprung. Der jetzt wiederum sich gegen den gegen den Jürgen hier jetzt behaupten muss. Und der Jürgen jetzt auf der Innenseite natürlich auf der besseren. Magnum hat hier ein bisschen die Tür dolle weit auf Durchzug gestellt, hängt jetzt aber wieder dran. Kann jetzt in der nächsten Kurvenkombination der Abstand wird größer. Schade, ich dachte, er kann nochmal kontern. Hardback hier auf harten Reifen unterwegs. Sarah jetzt auf Mittel unterwegs. Gecko, oh, Strafe und Motorschaden. Frontschaden, Reifen links, platt vorne. Ach, Gecko. Magnum jetzt auch in der Box, wird jetzt auch die harten Reifen gegen mittlere tauschen. Heartbreaker. Auch auf hart noch unterwegs. Wo haben wir hier noch? Milchkutscher noch auf Mittel unterwegs, leicht angefahrenen mittleren Reifen unterwegs. Mondsucht dreht hier alleine seine Runden auf Reifen weich. Ob das
mit Weiß starten, ob das so die beste Option war, wenn man hier nur 18 Runden fährt. Ah, wir werden das sehen. Ja, was heißt 18 Runden? Eine Runde ist ja auch schon gut lang. Milchkutscher hier auf 2. Hat den Neupi hier im Schlepptau auf Weich. Kann demnach ein bisschen schneller in die Kurve hacken wie der Milchkutscher, aber der verteidigt es ja noch gut. Noch kann er die Pace mitgehen. Ein bisschen schneller ist Neupi, aber na gut. Schnell muss er. Oh, geht hier weit. Neupi schön nach innen. Milchkutscher, denke ich mal, wird hier Platz gemacht haben, will hier nichts riskieren. Looping Louis aber auch schon in Reichweite. Der Lack ist geil. Schön schlicht. Ach, scheiße, geil. Jürgen hier an die fahrenden Weichen kann hier doch noch ein bisschen jetzt den Abstand zu Looping Louis ein bisschen verringern. Quercus jetzt auf 6 vorgefahren. Heartbreak. Sarah Warner Box hat jetzt die mittleren drauf. Magnum auch, der ist auch mit hart gestartet. Der Gecko war einmal alles Schrott. Der hat sich jetzt einmal einen neuen Skyline geholt. Einmal in der Box das Auto getauscht. Quercus, Heartbreaker gehen jetzt in die Box. Werden jetzt auch auf Mittel wechseln, denke ich mal. Werden wir gleich sehen. Kommt, achso. Jawohl, auch auf Mittel, genau. Genau. Quercus. Wie sieht es mit Milchkutscher aus? Ah, die mittleren. Oh ja, jetzt kommt Looping Louis, kommt jetzt. Oh ja, doch, jetzt oder ein Schlag weiter. Ist auf den Weichen unterwegs. Milchkutscher auf Mittel. Oh, was ist das denn da? So. Gucken wir uns das Ganze mal aus der Fahreransicht an. Müh noch mehr ran, dann wäre Looping Louis im Windschatten vom Milchkutscher, aber es könnte sich jetzt nach der nächsten Kurve. Oh, fast aufs Grün. Aber jetzt könnte er sich ranbremsen. Aber mal gucken, ob das jetzt so geklappt hat. Ich denke mal, dass wir da auch auf der Uhr gehabt haben. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh. Unheimlich spät auf der Bremse gewesen, aber doch noch kontrolliert. Oh, jetzt an. In dem Schlängel zu überholen ist hart. Geht. Selber schon gemacht. Selber oft nicht noch gesehen. Aber es ist hart. Brauchst du Eier für. So. Jetzt wird der Abstand wieder ein bisschen größer. Die Weichen. Ja, die kommen jetzt auch schon langsam in ihr Fenster, wo sie nachlassen. So, was macht Mondzug? Der hätte ich 5,4 Sekunden Vorsprung. Das ist doch Wahnsinn. Wir sind in der 5. Runde. Naja, Leute, das ist nee. Ich sei ein kranker Typ. Neupi auch mit gut angefahrenen Weichenreifen. Milchkutscher kann den Looping Louis noch gut hinter sich halten. Auf die 5 vorgefahren. Sarah auf die 6. Magnum. Hier ist alles im Abstand ein bisschen größer. Noch mal vorne gucken. Hier ist auch nichts. Das hier ist bis jetzt das engste und da bleiben wir mal drauf. Gucken wir mal. Schauen wir mal, was wir hier so
es ist doch vorbeigegangen, der Looping Louis, aber Milchkutscher kann hier noch mitgehen. Eine geile Kamera. Kann man da hin? Oh Gott. Innen bleiben. Den Weg kleiner machen. Ja gut, mit dem mittleren ist es auch denn schwer hier rumzukommen. Wenn die beide sich hier, Blue Pinguin und Milchkutscher, wenn die sich hier so ein bisschen bekriegen, ist das natürlich für den Aussätzigen, für den Jürgen hier Gold wert. Ja? Der braucht einfach nur ranfahren und warten, bis sich einer von beiden, bis der eine den anderen in den Fehler zwängt oder den Konzentrationsfaden verliert. Neue Piez in der Box. Looping Louis ebenfalls. Werden jetzt auf Mittel wechseln, denke ich mal, auf Hart. Auf Hart ist es, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. Milchkutscher da dadurch natürlich wieder auf 2. Und der Jürgen kommt hier. Hey. Oh, der Jürgen jetzt auf einen leicht angefahrenen weichen Reifen unterwegs. Aber. Doch, er kommt dran. Guck mal, Mondsucht. Der macht die weichen Reifen hier komplett kalt, bis er Sprit alle ist. 14,8 Sekunden Vorsprung. In der sechsten Runde. Der Stepke. Mann. Haben wir Sarah jetzt auf 4 durch das Neupi in den Box gegangen ist. Jawohl. Neupi gegen Heartbreaker. Immer noch mit Schattenfenster drin, aber was dünne die Luft, was dünne jetzt. Jetzt kommt er wieder ran. Also natürlich jetzt gucken, mit den harten Reifen verlagert sich der Bremspunkt doch schon arg weit nach vorne, vor die Kurve. Aber lässt nicht locker. Heartbreak hat was drauf, mittlere drauf. Jetzt ist er mit Schatten leider abgerissen. Looping Louis mit der Strafe. Ach, das war bestimmt eine Abkürzung. Gecko. Magnum und beide identisch. Aber identischer Reifenverschleiß. Mal gucken, welches Auto die bessere Achsgeometrie hat, damit der Reifen länger hält. Jetzt. Ja, wird doch schon ein bisschen mehr beim Aston Martin. Mal gucken, Sarah jetzt auf 4. Kann jetzt nach vorne ein bisschen was gut machen. Dadurch, dass Magnum und Quercus, na gut, Magnum muss ein bisschen verteidigen, Quercus muss rankommen. Bringt Sarah jetzt natürlich in die Position, dass er vorne wegfahren kann, aber das angedroschene Mittelreifen, mittlere Mediums,
Und mal probieren. Der Jürgen hier mit komplett fast abgewetzten Weichen. Ich glaube, Jürgen war noch nicht in der Box. Mit Kutscher auch nicht. Oh, der braucht nicht. 16,4 Leute. Gott, Gott. Mann. Oh, das kriegt den Controller, das regt mich auf. Sie sollen das endlich mal in den Griff kriegen, dass man die Tastatur wieder nehmen kann. Jetzt gehe ich nach Hause. Na bitte zu Hause. Oh, Mondsucht jetzt in der Box. Jetzt bin ich gespannt. Kurz vor der Hälfte. Jetzt bin ich gespannt, auf was für ein Reifen Mondsucht wechselt. Na, reicht natürlich. Da Milchkutscher und Jürgen werden jetzt hier vorbeigehen. Vielleicht Sarah auch noch. Nee, werden sie nicht. Doch, klar. Sarah, nee, für Sarah reicht es nicht. Ich glaube nicht. Doch, doch. Wir sind ja doch da. Doch. Oh, das war denk. Nein. Schade. Ich dachte, die kommen doch noch vorbei. Warum der ist auf. Mondsucht ist auf mittleren Reifen rausgekommen. Hm. Also, es werden doch hier sehr, sehr unterschiedliche Strategien gefahren. Ja, das ist sehr interessant. Oh, kommt hier weit drauf. Oh. Da ist einmal alles hin. Ach, Motorheck. Alles hin. Oh. Nein. Oh, jetzt kann natürlich Milchkutscher hier seine Runden schön konstant drehen. Oh, scheiße. Das hätte genistert. Oh. Leute. Oh. Am Montag wollen sie es gleich dran vorbeigehen. Ah. Schade. Und keine Wiederholung. So. Wie sieht es im restlichen Feld aus? Quercus und Magnum geben sich hier immer noch. Erstmal 300. Oh. Jetzt noch zwei. Jetzt muss er aufpassen. Ist auf mittleren Reifen unterwegs. Bremspunkt auch leicht verschoben. Aber geht hier doch ein bisschen. Fährt hier doch eine leicht andere Linie als Magnum. Oh, da ist er, der Jürgen. Ah, schade. Das hat die Shepard. So. Heartbreak wird jetzt gleich vorbeigehen. Neupi auch. Ja, das ist gelaufen jetzt. Ach. So, Sarah jetzt auf 3. Mit mittleren. Mondsucht pirscht sich hier langsam ran an den Milchkutscher. Der jetzt demnächst auch langsam in der Box müsste. Ist irgendwann. Zumindest sagt das der Sprit. Vielleicht 2 Runden noch. 2, 3. Ich glaube eher 2. Aber mit den beiden, das ist jetzt noch ein bisschen enger. Gucken wir mal hier, ob der Quercus am vorbeikommt. Das war aber auch enge. Haarscharf an der Wand vorbei. Die beiden sind auch schon kurz hinter der Sarah. Da geht es hier jetzt für die beiden nicht nur um Platz 4 und 5, sondern da ist auch der Kampf um Platz 3 drin.
auch Jürgen wieder unterwegs. Chance natürlich gleich genutzt, die harten Reifen drauf zu ziehen. So, mal gucken, ob die hier immer noch unverändert. Das wird noch interessant. So, die Hälfte des Rennens ist um. Wir sind bei der Halbzeit. Milchkutscher ist jetzt mit seinem mittleren Reifen in die Box. Mondsucht ist jetzt, hat sich jetzt wieder Platz 1 genommen. Die letzte Runde wird er rein, also in der vorletzten Runde wird er reinfahren und sich hart reinholen. Für eine Runde noch. Fahrer jetzt auf 2. Na gut, er verschiebt sich jetzt alles bis Position 8. Ja doch, der Milchkutscher jetzt wieder on track. Jetzt mit den harten. Oh. Ah, die Strategien und Taktiken sind ja doch unheimlich bunt gemischt. Was gefällt mir. Die beiden hier lassen nicht locker. Eben ging es noch bei beiden um Platz 4 und 5. Jetzt natürlich durch den Boxenstopp von schangen die beiden sich in die Preise aus und Platz 3. Schauen wir mal. Lara muss jetzt in die Box. Könnte theoretisch dann auf weich gehen. Ich weiß nicht, ob sie noch eine Runde draußen bleibt und die Weichen machen so, also gute 6 Runden machen die mit. Na, vielleicht kriegt sie noch auf 7 gezogen. Wenn sie jetzt noch eine Runde kann, könnte das relativ gut für sie ausgehen. Magnum, ah, muss nicht. Quercus auch nicht. Heartbreak. Die Reifen, die haben wir fast nicht. Neupi mit dem Frontschaden und mit dem Reifenschaden. Milchkutscher ist auch auf hart jetzt unterwegs. Looping Louis hat Jürgen im Nick. Ja, Jürgen auch auf. Auf harten unterwegs. Ja, also beide selbe Voraussetzung. Gecko, oh, wieder Frontschaden. Ah, machst denn du? Gecko, da müssen wir nochmal drüber quatschen. Da, das geht ja so nicht. Genau, Sarah. Box kommt jetzt raus, ist dann in der L. Wow. Könnte hinkommen. Magnum auch in der Box. Quercus ist noch weitergefahren. Ja gut. Wenn er die Reifen noch halten kann, vom Sprit her sieht es noch gut aus. Wenn er die Reifen halten kann, ist so das gar nicht so schlecht. So, Sarah ist mit allen Reifen durch. Hat jetzt den Jürgen im Nick, der eine Strafe kassiert hat. Und er muss auch in eine Box nächste Runde. Ja gut, da braucht Sarah sich jetzt. Eigentlich braucht sie sich jetzt auf keinen Fight einlassen, könnten jetzt auch ziehen lassen und den Windschatten nutzen. Aber wer macht das schon als Rennfahrer? Ja? Wer macht das? Das ist eigentlich das Logischste, aber wer macht das? Aber Sarah auch, glaube, fürs, wenn ich das jetzt, ja, auch fürs Bonsai Racing Team unterwegs. Magnum, wir gucken mal nochmal von hinten nach vorne. Gecko mit Schaden. Auto auch. Ja, Gecko. Der war für dich. Ja, Gecko jetzt in die Box. Looping Louis.
Jürgen immer noch mit Strafe. Ja gut, ja. Wird er jetzt demnächst gleich abbauen. Sarah, die war ja jetzt durch mit dem Reifen. Magnum auch. Milchkutscher hat jetzt die harten drauf. Braucht aber nochmal die weichen. Ich glaube, der ist mit Mittel gestartet. Neupi auch mit Frontschaden. Nee, immer noch der Frontschaden. Hardbreak jetzt natürlich auf die 3 vorgefahren. Quercus geht jetzt rein. Und Mondsucht auf mittleren Reifen schon wieder 14,6 Sekunden Vorsprung. Wie macht der das? Ehrlich, ich frage euch, wie macht der das? Das ist Wahnsinn. Leute. Kutscher. Die haben. Nicht? Ja, nicht. Das sind nicht kaputt, die Jungs. Wahnsinn. So. Jetzt haben wir wieder Quercus gegen Magnum, aber mit ein bisschen mehr Luft dazwischen als vorhin. Aber wir haben noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen. Jetzt brechen die Reifen langsam ein. Eben hatten wir noch 14,6. Jetzt haben wir 14,5. Ach. Vom Montag sage ich die Zeit nicht mehr. Der wird ja immer schneller. Die Reifen bauen ab und er wird schneller. Das geht doch nicht. Der cheatet doch. Der cheatet. Heartbreaker hier. Jetzt noch. Ja. Tankflasche leer. Reifen dort. Kann jetzt auch auf weich gehen und ist dann durch. Milchkutscher muss noch mal die Weichen nehmen. Oh, verflucht. Oh. Magnum. Der war, glaube ich, ja, doch. Magnum war durch. Quercus auch. Sarah auch. Neupi, glaube auch. Ich glaube, der ist mit Weichen gestartet. Hat der von den kleinen Schaden. Ich glaube, er ist auch durch. Looping Louis weiß ich nicht. Jürgen ist, glaube ich, auch auf hart gestartet. Glaube ich. Oh, er hat Mondsucht im Nacken. Na sicher. Runde 11 und der erste überholt den letzten. 5. Milchkutscher. Nee, doch. Na. So. Hardback hier mit der Strafe. Sarah geht. Kommt noch nicht ganz an ihm vorbei, bleibt aber dran. Ist natürlich jetzt auf der besseren Position. Hardbreak hier spät auf der Bremse, aber hat nicht so funktioniert. Sarah ist vorbeizogen. Könnte theoretisch noch. Ja, na, ein bisschen. Acht Sekunden. Ach, das geht. Also, sie muss jetzt erstmal dem Hardbreak ein bisschen wegfahren, um Ruhe zu kriegen. Wenn man sich verteidigen muss, kann man logischerweise nicht schnell fahren. Milchkutscher natürlich auch hier schon wieder in Lauerstellung. Hat jetzt die Weichen drauf. Jawohl. Ist jetzt somit auch durch. Neupi auch dahinter. Ja, weil jetzt haben wir hier ein engeres. Der Abstand von Sarah zu Quercus wird ein bisschen größer. Ach. Was ist denn das?
jetzt. Hier brauchen wir uns keine Sorgen machen. Magnosen. Der war auch durch. Nee. Jetzt auch persönlich schon. Oh, jetzt auf Zeit unterwegs. Gucken wir nochmal, ob wir die Bestzeit nach Hause bringen kann. Der Bub. Beste Voraussetzung. Halber Tank. Zart angefahrene, weiche Reifen, dass wir Temperatur haben. Packt er. Schnellste Rennrunde. Hat er gepackt. Sarah muss jetzt aufpassen. Ja, der Hartwig hat jetzt natürlich durch den Strafabbau Position verloren, weil sie im Viererpack unterwegs waren. Milchkutscher kommt ran. Kommt ran. Sehr gut. Sehr gut getroffen. Und fährt sich jetzt hier gleich in den Windschattenbereich rein. Geht ja weit von außen nach innen. Der Skyline mag so die harten Körbchen nicht so dolle. Oh. Das hat Zeit gekostet. Das hat ein bisschen Zeit gekostet. Aber naja, nun. Macht Neupi. Neupi hat den Heartbreak jetzt, muss jetzt den Heartbreak hinter sich halten. Milchkutscher und Sarah, die wollen sich hier über die vier Runden jetzt nochmal geben. Fünf. Auf aktuell Bestzeit, persönliche Bestzeit unterwegs und hängt hier. Nee, steckt noch mal zurück, bleibt aber dran. Bleibt dran jetzt. 300 zu rangefahren. Wird wieder ein bisschen mehr, aber na gut, er wird sich jetzt gleich wieder reinbremsen. Gut abgefangen. Spiegel ist noch dran. Alles gut. Spiegel ist noch dran. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Der Spiegel ist noch dran. Heartbreak gegen Neupi jetzt hier. Nee, steckt nochmal zurück. Das wollte er nicht riskieren. Wenn du da innen reinstehst. Ah, und dann einen kleinen Schlenker kriegst, rasierst du beide weg. Nee, das. Faire Aktion. Schön zurückgesteckt. Faire Sache. Gecko zittert. Gecko Disco im Auto. Jürgen hier. Leicht abgeschlagen. Looping Louis. Hardback. Oh, jetzt. Oh. Na. Wollte mal die Nase reinstecken. Dem Neupi zeigen. Du, pass auf. Ich spiele noch mit. Ich bin auch noch da. Kannst du mir Platz lassen? Ich bin da. Wenn du den Platz abgeben willst, ich bin da. So. Ah, Milchkutscher durch einen kleinen Spiegelkratzer eben an der Wand. Ein bisschen Abstand auf Sarah vergrößern können. Oder müssen. Also hier passiert. Hier passiert nichts. Ja, ne. Nee, nee. Magnum kann ja auch sauber sein Ding fahren. Quercus auch.
aus, als wenn er eben da so ein bisschen quer kam. Der Milchkutscher. Heartbreak. Hat es jetzt an Neubier vorbei geschafft. Er wird es aber sicherlich nochmal Bock haben zu kontern. Wenn es die Gelegenheit gibt, wird er die auch nutzen. Der Looping Louis. Geiler Name. Looping Louis. Respekt. Respekt. Geiler Name. Jürgen hier. Ein bisschen Pech gehabt vorhin. Hart eingeschlagen. Gute Position gehabt. Ich glaube, es war auf P4 oder P5. Bin leider hart eingeschlagen. Gecko auch. Mehrmals eingeschlagen. Wo haben wir die beiden? Nee, doch nicht. Ich glaube, wenn jetzt hier kein wilder, harter, hammermäßiger David Coulthard mäßiger Einschlag passiert, haben wir unsere Zieleinfahrtsreihenfolge. Zieleinfahrtsreihenfolge. Boah. Na hier, ihr wisst, was ich meine. Rennresultat. Na hier, Ergebnis, genau. Magnum eine Strafe von 2,5 Sekunden. Abstand auf Quercus. 2,5 Sekunden. Passt wie vor zum Saugen. So, was macht Sarah jetzt auf 3? Milchkutscher auf 4. Auf 5. Boah, war das. Sarah auf 4, so. Mann. Heartbreak hat sich doch gut absetzen können jetzt. Auf Neupi, der wiederum hat eine Woche Abstand auf Looping Louis. Also ich glaube, wir haben unsere Reihenfolge. Nach Montag ja eine Runde mehr. Aber das ist jetzt sehr gut. Dürfte jetzt eigentlich komplett für ihn sicher sein. Ich weiß, naja, gut, die Corvette weiß ich nicht, kenne ich nicht, so kann ich nicht einschätzen, ob er jetzt noch eine Runde gehen kann. Shortshiften macht er auch nicht. Boah, jawohl. Und Magnum jetzt doch noch mal gut ran, die kommen jetzt hier an den Quercus. Die beiden hier fahren fast dieselbe Pace. Ja, mal gucken. Fahrer ein bisschen weiter hinten, der ist den vierten Platz sicher. Doch, den hat sie sicher. Hardback, was machen die beiden hier? Wird aber immer enger hier. Jetzt kurz vor Schluss hauen sich beide hier nochmal die Köpfe ein. Sensationell. So will ich das sehen. Läuft. Magnum jetzt ein bisschen. Vielleicht kann er jetzt nochmal ein bisschen Druck aufbauen auf der Geraden. Also wie ich jetzt, wenn jetzt hier so sehr Quercus. Ja, fährt jetzt auch Kampflinie, Quercus. Machen sie aber sauber hier. Beide Autos, schönes V8 die Blume. Richtig geil. Mond sucht doch noch in der Box. Ja gut. Wollen nur noch einen Schluck auf die Lampe kippen und dann ist gut. Ja. Das wird wohl nicht reichen für Quercus. Da fährt er schon wieder. Die beiden kommen jetzt in ihre letzte Runde.
Genau. Gecko ist noch in der 16. Das wird nochmal spannend hier zwischen den beiden. Ob Magnum es nochmal vorbeischafft. Wäre cool. Ja. Wäre aber auch cool, wenn Quercus seinen zweiten behalten kann. Wir werden es gleich erfahren. Sarah braucht jetzt die Klamotten. Nerven wie Drahtseile, aber die schafft das, die packt das. Sie muss jetzt nur noch durch jede Kurve einmal. Und wenn es geht von der Bande. Mensch, Kutscher kommt hier aber immer näher ran. Auf der Geraden könnte sie vielleicht einkassieren. Neupi. Dürfen wir jetzt vom Montag nicht verpassen. Ein bisschen hat er noch. Ein bisschen hat er noch. Jetzt zum Schluss wird es dir spannend. Du weißt gar nicht, wo du hingucken sollst. Quercus Magnum oder Sarah und Kutscher. Jetzt. Mach keinen Scheiß jetzt hier. Ich muss. Jawohl, jetzt hat er Sarah kassiert. Ist jetzt. Oh! Da. Oh. Bisschen früh eingeschert, aber ist okay. Okay, guck, das ist jetzt die letzte Runde. Jetzt. Ja, von Rennen 1 in der NSTC Mondsucht. Wo ist er? Da ist er. Da ist er. Gratuliere. Jetzt Magnus. Quercus und Magnum. Magnum hier fast mit dem Fotofinish. Jetzt kommt gleich der Heartbreaker. Heartbreak, so. Oh, Sarah geht nochmal in die Box, warum? Oh. Oh. Ja. Sah jetzt komisch aus. Neubier. Jetzt kommt der Jürgen. Jetzt hier auf P8 ins Ziel. Schade. So aus der Anfangsphase heraus hätte ich eine ziemlich weit vorne eingeordnet. Dann kam die verdammte Leitplanke, mit dem das ganze Rennen zerstört. Das war schade, aber ne, gut. Jetzt kommt der Aussätziger ins Ziel, danach Looping Louis. Und der Kollege Gecko. Okay. Was ist hier los? Ja. Richtig, scheiße. Ich hab gedacht, der kriegt dich nicht nochmal. Ich hab gedacht, er kriegt dich nicht.